Hallo, hier ist Liha 2004. Heute mal wieder mit einem neuen Video zum Thema FIFA, FIFA 20 und zwar ein Video zur FIFA 20 Demo. Aber erst grüße ich KingRobin04-K-Start-G-E. Schöne Grüße an dich, er hat glaube ich unter dem Bayern-Leipzig-Video kommentiert. Ja, dass er gegrüßt werden will und dann mache ich das auch und ich bin jetzt hier im FIFA 20 Demo-Menü. Also man sieht ja hier der Anstoß und der Volta-Modus und da steht das FIFA 20 vorbestellen. Und wenn man ja hier drauf geht, jetzt bei Anstoß, bei Volta kommt dann ja so eine lange Animation für die, die es gespielt haben, kann man nur die Seite auswählen, also welches und dann das Team, aber man kann nicht online spielen. Hast du gedacht? Denn ich habe hier mal was vorbereitet und zwar, wenn man eine Party erstellt hat, muss man als Menü gehen zu diesem Partypunkt und dann auf SharePlay und dann SharePlay starten und wenn man dann gutes Internet hat, dann müsste man dann jemanden einladen und dann wird dieses SharePlay gestartet und dann kann man, wenn da ein Spieler beitritt, ihm erlauben, den Controller sozusagen mitzubenutzen. Das heißt, es sieht dann so aus, wenn ich in diesem Menü hier bin, da würde dann halt der PlayStation-Name von dem anderen Spiel stehen und der wird dann sozusagen in der Mitte sein und konnte dann das andere Team auswählen und dann könnte man so auch in der Demo gegeneinander spielen. Der einzige Nachteil ist halt, dass man zwischendurch vielleicht irgendwie kurz schwarzen Bildschirm hat und wenn man halt eine schlechte Internetverbindung hat, ist es vielleicht nicht unbedingt möglich. Aber es geht in der Theorie und ich habe auf jeden Fall richtig Bock, vorab dann schon gegen meine Freunde FIFA zu spielen und das neue Spiel zu testen, bevor dann, ich glaube, ab dem 24. September kann man ja die Vorbestellerversion spielen, dann richtig reingegrindet wird und das Spiel richtig durchgezockt wird mit vielen Weekend Leagues. Ich habe auf jeden Fall Bock, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch FIFA 20 kaufen wollt. Das war's von mir. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Tipp schon kanntet oder ob er euch weiterhilft oder ob ihr es machen wollt. Das war's von mir. Abonniert diesen Kanal und ciao.